Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns weiterhin auf dem großen Paver at Metropole Ruhr und fahren heute die Rücktour der Linie 249 hier vom Recklinghausener Hauptbahnhof wieder zurück nach Gelsenkirchen-Buer und dort zum Rathaus. Ja, das Ganze über Herten-Mitte, ihr seht es ja an der Anzeige. Ja, und welches Fahrzeug nutze ich? Den MAN A23. Der stammt aus dem MAN Stadtbusfamilie, aus dem gleichnamigen Paver Add-on. Euro 2 Motor im Heck, Automatikschaltgetriebe von Voith. Ja, und die Leute stehen schon zahlreich vor der Tür. Ihr seht es auf der Anzeige, 3 Minuten sind es noch. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich die Freigabe reindrücke, ob sich die Kinder da hinten auch die Türe selbst öffnen. Sehr schön machen sie das. Und dann sehen wir auch, dass wir dort hinten eine Außenschwenkschiebetür haben. Guten Morgen. Sehr schön. So, dann gehe ich auch mal an meinen Fahrerplatz in der Hoffnung. Hallo. Hallöchen. Dass die Texturen nochmal nachgeladen werden. Der Bus dort drüben war nämlich gerade eben schwarz beim Starten. Hallo. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir mal das gute Stück an. Und in 2,5 Minuten ist Abfahrt. Dann mache ich mich doch schon mal abfahrbereit und dann würde ich einfach mal sagen, drehen wir mal die 1 Minute noch ran und dann warten wir es einfach mal ab, wer vielleicht doch noch kommt hier. So, und ansonsten gehen wir noch mal kurz raus, das Repaint der Festischen, so wie wir es hier so schön sehen, das wird natürlich mitgeliefert. So, und da können wir auch gleich mal gucken, was die mittlere Tür für eine ist. Auch das ist eine Außenschwenkschiebetür. Warum gucke ich das jetzt gerade nach? Ja, weil ich ein entsprechender Kommentar erhalten habe, welche Türen denn hier verbaut sind. Nicht jetzt hier auf den MAN Stadtbus gesehen, sondern es bezog sich auf den Düsseldorfer MAN, den ich vor ein paar Videos gefahren bin. Ich kann euch jetzt aber echt nicht sagen, ob die dritte und vierte Tür dort auch Außenschwenkschiebetüren ist. Müsste ich jetzt nochmal laden, das Fahrzeug. Beziehungsweise, wenn ich das nächste Mal einsetze, dann denken wir einfach nochmal dran. So, und jetzt schauen wir mal. Ach, perfekt, haben wir das doch überbrücken können, hier die Sache. So, dann nehme ich jetzt mal die Freigabe da hinten raus. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Tür. Und ich befürchte mal, hier vorne haben wir bestimmt eine Ampel, die uns die Ausfahrt gewährt. So, und dann gucken wir mal, wie wir vorankommen, während ich hier einmal die Ansage anschubsen muss. So, und ich sehe gerade, die Ampel war grün. Aha, wir haben Kontakt. Ne, geradeaus nützt mir nichts. Ich muss da entsprechend links rum alle Linien. Gut, da steht erst einmal nichts weiter. Schwenken wir mal rum. Alle Linien, SB etc. sind wir nicht. Gut, dann schauen wir mal, dass wir jetzt nicht ewig auf das entsprechende Signal warten müssen. Oh, ich befürchte, interessante Geschichte, gibt es da 2 Ausfahrten oder gibt es da nochmal eine explizite Ampel, wenn man einmal um das Karree drumherum fahren will? Wie auch immer, so sind wir jetzt mit dran oder hat jetzt erstmal der normale Verkehr freie Fahrt? Natürlich hat erstmal der normale Verkehr freie Fahrt. Ja, und damit stehen wir schon wieder 1 Minute hier an der Ampel, obwohl ich 1/2 Minute eher losgefahren bin. Entsprechend wächst die Verspätung. Oh, schauen wir mal, machen wir uns mal keinen Stress, wir sind gerade losgefahren. Und dann hoffe ich mal, dass ein bisschen Zeit zur Überbrückung ist, beziehungsweise unterwegs ich vielleicht die ein oder andere Haltestelle durchfahren kann und wieder etwas Verspätung abbauen kann. So, die halten doch schon wieder an. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Und jetzt dürfen wir. Na, es wird Zeit. Es wird Zeit. So, dann gucken wir mal, dass wir hier schön vernünftig rauskommen. Habe ich hier eine extra Busspur? Ja, dann werde ich doch die mal nutzen. Nicht umsonst wird die bestimmt angelegt sein. Ach, hinter uns ist noch jemand, der mit rausfährt. Gut. Ja, kurz KI noch einladen.
Oh, dürfen wir vielleicht an dem ganzen Verkehr noch vorher vorbeiziehen? Das wäre sehr schön. Da drüben steht, was steht denn da? Eine SB20 soll das sein. So, dann rollen wir mal. Die haben wir später auf dem Programm. So, da wäre auf jeden Fall grün. Und dann müsste wahrscheinlich gleich die Haltestelle kommen. Die hier wäre. Jawohl. Das Viehtor. Dann bitteschön und guten Tag. Ich wollte gerade sagen, du möchtest bestimmt noch eine Fahrkarte haben. 2,80 bitte. Dankeschön. Abfahrt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Muss ich mich gleich links einordnen oder kommt noch eine Haltestelle? Die Pfeile sagen eher was anderes. Nächste Haltestelle. Stand. Ach, halt. Ich sehe gerade, ich muss geradeaus. Sorry dafür. Ich war der Meinung, ich muss hier schon abbiegen. Nein, muss ich nicht. Ja, die Rücktour bin ich leider nicht abgeflogen. Deswegen sind ja die Hilfspfeile von Vorteil. Aber dann müssen wir links abbiegen. Also die Richtung war schon nicht schlecht. So, dann. Bitteschön. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. So, das war ein NG in festlicher Repaint. Haben wir auch noch auf dem Plan, den zu fahren. Bis jetzt habe ich nur das Bugestra Repaint euch gezeigt. So, haben wir hier nochmal eine schöne Abbiegeampel. Da drüben. Gut. Nächste Haltestelle, Paulusstraße. So, da ist doch bestimmt jemand, genau. Hallo. Nächste Haltestelle, Moltke Straße.
So, weit genug vorrollen? Nein, ich dachte, die Ampel sieht uns noch und bleibt bei grün. Guten Tag. Morgen. Macht sie nicht. Danke. Nächste Haltestelle, Westring. Läuft nicht ganz so weit vor. So, bitteschön. Guten Tag. Drängeln müsst ihr nichts, kommt alle mit. Na, dann nehme ich die Freigabe erst hinten raus. So, nun Leute, los, rannen sie hier. Morgen Tag. Mein Mädels, müsst ihr euch immer streiten? Nächste Haltestelle, St. Siebertplatz. Das finde ich schlecht hier. Dem Schild nach ist es nämlich anders, aber okay. Ja, ich weiß nicht, ob ich hätte hier auf der Spur bleiben können, weil dann ist nämlich Bus. Das habe ich schon bei der Betriebsrückfahrt von der 232 gemerkt, dass das ein bisschen komisch ist hier. Aber da standen massig Autos her, da war mit Einordnen die Sache ganz schlecht. Da bin ich verkehrswidrig und halt durchgerauscht, aber das ist, denke ich, so nicht gewollt. Und ich habe nichts gesehen, dass ich auf der Rechtsabbiegerspur draufbleiben darf, so dass die, dass ich da geradeaus fahren darf. Guten Hi. Tag. Guten Morgen. So, einmal Kind bitte. Kind, das waren doch, ich glaube hier oben, nee, Kindstrecke ist hier, 1,70. Dankeschön. Eine Busfahrt. Und du auch nochmal 1,70. Dankeschön. Bitteschön. So, und jetzt haben wir schön Busspur und können hier rollen. Mal sehen, wie weit die Busspur geht. Nächste Haltestelle, Siebenberg. Hallo. Nächste Haltestelle, Tiergartenstraße. So, jetzt müssen wir echt gucken hier, dass nichts neben uns ist, weil hier wird nämlich ursprünglich aus zwei Spuren nur noch eine.
Obwohl, so richtig seid ihr euch nicht einig, was hier was ist. Ich bleib mal mittig und dahinter. Rein theoretisch könnte man das trotzdem noch als zwei Fahrspuren sehen, beziehungsweise rechts könnte man parken und links dran vorbeifahren, wie auch immer. Warum läuft ihr so weit vor? Ich halte hier. So, bitteschön. Guten Tag. Guten Morgen. So, drängelst du dich auch noch vorbei, Roder? Nein, du lässt mir Platz. Dankeschön dafür. Nächste Haltestelle. Josefstraße. Hallo. Moin. Eine Busfahrt bitte, zum ermäßigten Tarif. Also möchtest du eine Kurzstrecke haben? Können wir doch machen. 1,70, bitteschön. Bitteschön. Du drängelst dich wirklich vorbei, oder wie? Nee. Ihr lässt mich bitte wieder raus. Ist ja echt schlimm, ja, aber ist typisch normaler Verkehr. So. Nächste Haltestelle. Umlandstraße. Guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle. Hospitalstraße. Müssten wir da auch eigentlich, wenn ich es richtig jetzt mal in Erinnerung habe, fast Härtenmitte sein. Ja, das ist ja ein bisschen versteckt, aber das habe ich noch rechtzeitig gesehen. So, dann kommt mal ran, Leute. Hallo.
Nächste Haltestelle, Herrenmitte. Es ist grün, Jan. So, und jetzt bin ich mal gespannt, an welchen Steig wir ranfahren müssen. Vorher müssen wir noch mal das Stoppschild beachten hier. Das machen wir natürlich. So. Aus der Richtung darf eigentlich nichts kommen, wenn dann von da. Herrenmitte. So, die 249 ist hier nicht. Hier ist die 249. So, dann würde ich aber sagen, wir fahren vor bis an die Linie. So, und dann bitteschön, dann haben wir ein bisschen Aufenthalt, sehe ich gerade. Guten Tag. Guten Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Fahrkarte hätten wir da. 280 bitte. Bitteschön. So, wir hätten Aufenthalt. Wie lange hätten wir Aufenthalt? 10.42 Uhr ist es. Abfahrt ist in Herrenmitte 10.46 Uhr und am Rathaus soll man 10.48 Uhr sein. Dann bin ich jetzt mal so frei und drehe mal ein wenig an der Uhr, dass wir hier nicht ewig rumstehen müssen. So. Ah, sagen wir mal. Sind wir mal ganz dabei. Gucken wir nochmal in den Spiegel. Da ist niemand mehr. Abfahrt. Weil Zeit ist ran. So, das nächste Stoppschild, was beachtet werden möchte. Machen wir doch gerne. Und dann durch diesen Kreisverkehr durch. Also, eigentlich ist das ja eher eine kreisrunde Umfahrung als ein Kreisverkehr. So, hier wäre noch Bussteig 5. Bin mal gespannt, welche Linie hier halten wird. Wenn überhaupt. Nächste Haltestelle, Herrenrathaus. Morgen. Hallo. Eine Tageskarte bitte. 7.10 bitte. Ihr wollt nicht mehr mit mir, sehe ich das richtig? Beziehungsweise es steht ja niemand mehr drin. So, es kommt gerade nichts entgegen, weil diese kleine Baustelle hier muss man ja ein bisschen beachten und grün wäre auch noch. So, und da kommt doch jetzt gleich nochmal ein Hospital. Nächste Haltestelle, Schlossgarten. Ach ne, erst kommt der Schlossgarten und dann kommt ein Hospital, das weiß ich auf jeden Fall. So, ich würde sagen, davon ist rot. Hallo. Hallo.
Nächste Haltestelle, Elisabeth Hospital. Hallo. So, wir biegen nicht ab, wir fahren geradeaus durch. Nächste Haltestelle, Dresser Grenzweg. So, hier stand zwar was von 80, aber ich sehe es ja im Spiegel, beziehungsweise habe es gerade im Spiegel gesehen. Es stehen Leute, also Maximum 60. Kommst du einen Schritt zurückgelaufen? Das wäre sehr schön. So, dann bitteschön. Moin. Guten Tag. Ich darf direkt. Dankeschön. Und ich sehe das da hinter mir auch so. Ganz schön Gas geben hier. Nächste Haltestelle, Lange Straße. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob die 50 aufgehoben worden sind. Nein, sind sie nicht. Ich sehe es gerade. Und wir müssen bestimmt jetzt abbiegen. Ja, ist das jetzt hier die Kreuzung? Ich sage einfach mal ja. Ja, genau. Als Betriebspfad bin ich hier gerade ausgefahren. Aber als Linie geht es halt hier durch und da haben wir auch wieder einen Kollegen oder eine Kollegin. Ich spreche dann immer gern von dem Kurs. Aber auch in einem MAN Stadtbus 249. Oh, perfekt. So, jetzt hätte ich doch fast die Haltestelle verpasst. Weil ich nach dem Bus schauen musste und nicht nach die Fahrgäste. Hallo. Guten Tag. So, und dann ist ja hier viel mit rechts vor links. Da müssen wir auch noch ein bisschen gucken. Irgendwie eine 30 hatte ich keine gesehen bis jetzt, aber ich glaube, die kommt noch. Oder habe ich die Zone schön übersehen? Nächste Haltestelle am Markt. Okay. Kommt mal bitte ran hier, jawohl, so ist das schön. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. Moin. Hallöchen. Guten Tag. So, alle drin? So, jetzt mache ich aber hier zu, dass ich mit vorwärts komme. Du wartest bitte, Roter. Sehr schön da hinten.
Ich will mich ja nicht dran vorbeidrängeln. Und da beginnt dann auch die 30-Zone. Ja, ich könnte eher fahren, aber mir ist das Gefühl zu eng. Nächste Haltestelle, Eichenstraße. Nächste Haltestelle, Suaresse. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier genügend freie Sicht haben. Hier sehe ich natürlich überhaupt nichts, aber da ist frei. Und da sieht es auch frei aus. Sehr schön, dann rum mit uns. Ah, da war nicht frei. Aber der bog wenigstens ab. Mist, den habe ich echt nicht gesehen. Sorry dafür. Hier dürfen wir durchrollen. Ach, hier sind auch bloß 50. Ich war schon bis auf 60 hoch. Naja, gut. Passt. Nächste Haltestelle. Waldschenke. So, da dürfte es jetzt auch gar nicht mehr weit sein bis Gelsenkirchen-Buer. So, dann bitteschön, und dann machen wir mal die Warnblinke rein, weil das ist doch etwas gefährlich hier, die Sache. So, mitten im Wald, außerorts. Und dann vor und hinter einer Kurve. Nächste Haltestelle. Am Stadtwald. Waren wir da nicht gerade? Nee, waren wir nicht. Nee, Schenke war jetzt und jetzt kommt der Stadtwald, genau. Und dann müsste eigentlich Ortseingang kommen. Hier war irgendwas, aber abgedeckt. Möglicherweise ein Blitzer.
Oh ja, 50, kein Thema. Also, dass ihr quer durch den Bus und über die Straße läuft. Leute, das solltet ihr euch nochmal überlegen. Bitte schneller laufen. Ich gucke gar nicht in den Rückspiegel. Nein, ich fahre nur nach vorne. Ich gucke nicht nach hinten. Ah, ist gut gegangen. Okay. Ich habe dann doch mal heimlich in den Spiegel geguckt. Nächste Haltestelle, August-Straße. So, und ab hier werden die Straßen wieder schlechter. Nächste Haltestelle, Max-Planck-Gymnasium. Hallo. Ein Ticket bitte. 2,80. Danke. Bitte. Das sieht mir nicht nach einer Busspur aus. Also wieder bis ganz rüber. Nächste Haltestelle. Gelsenkirchen-Ruhr Rathaus. So, hier steht nämlich, bei Stau dürfen wir hier reinfahren. Das ist quasi die Straße, die wir jetzt auch gleich sehen werden. Da käme man raus. Eigentlich hätte ich mal blinken können, wenn man schon die Fahrspur wechselt. Ja. So, wir fahren ganz normal vorne rein und wieder ums Karree, wie schon mehrfach getan. Also meine Uhr im Bus scheint vorzugehen, weil jetzt erst die Glockenschläge schlagen. Also wir kämpfen quasi hier von rechts, wenn wir da lang gefahren wären.
So, dann einmal rein hier und an den Platz der 249 fahren, der da relativ weit hinten schon ist. Jawohl. So, und jetzt stellen wir uns schön an den Bordstein, weil ich denke mal, es geht in nicht allzu ferner Zukunft wieder los. Aber jetzt erstmal aussteigen bitte. Dann sollte ein Fahrplan kommen, der da sagt, 10 Sekunden sind wir jetzt zu spät. Also das passt doch wunderbar. So, dann machen wir das gute Stück auch aus. Und ich gehe mit euch raus. So, da sind noch Leute, die aussteigen wollen. Ja, dann steigt halt raus. Das ist doch nicht das Problem. Macht, dafür ist es ja da. Ja, und da sind wir auch wieder zurück mit der 249. Vom Recklinghausener Hauptbahnhof kommend wieder zurück in Gelsenkirchen-Bura am Rathaus angekommen. Ja, und das war dann auch gleichzeitig die Rücktour. So, jetzt werde ich das gute Stück in den Betriebshof fahren, nach Bottrop, weil die nächste Linie ist wieder eine Solo-Linie. Aber den werde ich auf jeden Fall mir warm halten, den werden wir auf der nächsten Gelenklinie dann wieder rausholen. Ja, ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet dann auch im nächsten Video, wie gesagt, wenn wir die nächste Linie fahren werden, wieder mit dabei sein. Und bis dahin sage ich jetzt erst einmal Tschüss.